Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Oder vielleicht bist du gerade bei der Präsentation von mir. Je nachdem, da wo du zuschaust. Es gibt heute wieder was zum Basteln. Und zwar stelle ich euch wieder mal ein tolles Stampin' Up! Kahn-Set vor. Oder Bastelset, sag ich mal so. Und die Sets von Stampin' Up! Werden wie folgt geliefert in so einem schönen schlichten Karton. Diesen könnt ihr frei gestalten, wenn ihr alles verbastelt habt. Und könnt da ein kleines Geschenk reinmachen und verschenken. Das finde ich eine ganz tolle Sache. Sie sind hier schön bemustert. Ich habe das schon ausgepackt, beziehungsweise die Folie weg, damit das ein bisschen zügiger geht. Wenn ihr schon mal ein Video gesehen habt, wisst ihr ja, ich zeige gleich, wie man ein Projekt daraus bastelt. Bist du das erste Mal hier auf dem Kanal, dann lass dich überraschen. Es geht um folgendes Set. Ich mache das mal auf. Und zwar Kleines Lächeln heißt das Set. Und bei den Sets, wenn es mit Stempeln ist, habt ihr einen Stempelblock dabei und. Das werdet ihr gleich sehen. Ich zeige euch jetzt mal, was ihr alles dabei habt. Ihr habt dabei hier ein kleines Schächtelchen. Das ist süß, das kann man hier hinten zumachen. Da könnte man diese ganzen kleinen Mini-Kärtchen, die man daraus bastelt, aufbewahren. Coole Sache, da ist eins dabei. Dann haben wir Stempel. Also hier geht es um Stempeln, das heißt, ihr habt hier einmal so einen Acrylblock dabei. Die sind ein bisschen anders in den Sets, als die, wenn ihr die kauft. Aber zum Anfang reicht vollkommen. So, das machen wir an die Seite. Dann haben wir dabei ein paar schöne Stempel. Schau mal, die Motive. Einen Seestern. Dann etwas, was ich nicht weiß, was das sein soll. Ich hätte jetzt gesagt, eine Uhr. Dann hat man ein paar Sprüche, ein bisschen Muster für so einen Hintergrund. Dann haben wir hier folgende Sprüche. Heute schon gelächelt. Danke vom Herzen. Oder freue mich auf unser Wiedersehen. Dann, es war schön mit dir. Also für kleine Nettigkeiten ist was dabei. Dann haben wir hier was vorgestanzt mit so einem Glitzer, auf so Glitzerpapier. Mit dem Licht sieht man das, glaube ich, nicht so gut. Ne? Dann haben wir noch dabei hier Umschläge. Und die, ich finde die ja richtig süß. Das sind so ganz, ganz kleine mit Holzoptik, so kleine Mini-Umschläge, wo dann die Karten reingehen. Die kann man zu so einem kleinen Geschenk mitbringen, was auch immer, benutzen. Das sind wirklich hier so ganz kleine Kärtchen. Und auch so mit so einer Holzstruktur oder hier mit so ein bisschen Strand drauf. Also ganz süß gemacht. Hier haben wir so Schilderchen zum Bestempeln. Das sind auch nochmal so Kartenrohlinge. Dann in unserem Set haben wir hier wieder so ein bisschen Dekoschnur dabei. Dann ein Stempelkissen und zwar Jade. Jade habe ich aber auch im Groß. Das heißt, ich werde das kleine Stempelkissen nicht öffnen. Ich werde hier meinen normalen benutzen. Also mache ich es an der Seite. Dann haben wir hier so Deko-Elemente schon gedruckt und vorgestanzt. Die muss man langsam rauslösen. Gut, die lösen sich von alleine schon. Dann haben wir hier auch nochmal so, oh, das ist sehr süß. Das ist so ausgestanzt oder geprägt aus so Pergament. Schöne Muster. Dann haben wir hier auch schon Klebemittel. Hier so kleine Klebepünktchen. Und in jedem Set haben wir hier nochmal eine Anleitung dabei. Und ich werde daraus jetzt eins nachbasteln, damit ihr ungefähr so ein Gefühl kriegt, wie lange geht das. Ich habe dieses Set noch nicht gebastelt. Also solche Sets bastle ich jetzt hier vor der Kamera das erste Mal. Also wenn was schief geht, ist halt so. Aber bis jetzt hat immer alles ganz gut funktioniert. Ich bastle ein Projekt. Normalerweise starte ich ja immer mit Projekt Nummer 1. Ich habe auch schon mal mit der 2 angefangen. Dann nehmen wir doch jetzt einfach mal spontan Projekt Nummer 3. Hätte ich jetzt gesagt. So. Dann schauen wir doch mal, wo wir die Anleitung finden. Hier ist gerade so eine Materialliste. Projekt Nummer 3. Hier. So, ich gucke mal, was brauche ich für Projekt Nummer 3. Das ist dieses hier. Da brauchen wir erstmal ein Kärtchen. Und zwar... das hatte ich vorhin gezeigt mit dem Strandelement so ein bisschen drauf. So, da. Dann brauchen wir einen Umschlag. Und die Umschläge sind, glaube ich, alle gleich. Nee. So, blauer Umschlag soll dazu passen. Okay. Umschläge weg. Also Umschlag haben wir. Das Kärtchen haben wir.
Dann brauchen wir ein bisschen Schnur. So, dann brauchen wir als Deko-Element, glaube ich, ist das hier so ein glitzernes, oder gibt es das auch ohne Glitzer? Nee. Das heißt, das ist hier so ein glitzernes Element. Auch gleich an die Seite legen. Also, wenn du gerade das erste Mal zuschaust, ich richte mir am Anfang immer alles, was ich brauche. Dann haben wir hier so, so ein bisschen Gestrüpp. Fällt gerade der Name nicht ein. Ich glaube, Koralle heißt das. Wenn ich was Falsches sage, korrigiere mich gerne. So, da brauchen wir auch eins von. So. Dann brauchen wir so wie es aussieht, Klebepünktchen und Stempel. Dann machen wir vielleicht so hier das Danke von Herzen vielleicht. Ne? So, danke, danke ist immer schön. Das machen wir gleich. Dann brauchen wir die Klebepunkte. Ah ja, und dann brauchen wir hier noch so ein Element. Das da. Dann würde ich sagen, haben wir alles. Dann starten wir doch mal. Was habe ich gesagt? Nummer 3. Projekt Nummer 3. Ja, auch das ist ja okay. So. Und das Tolle ist bei den Anlagen, die sind wirklich einfach. Also da steht wirklich, wo muss ein Klebepunkt hin und wie auch immer. Und dann schauen wir noch mal auf dem ersten Bild. Da brauchen wir einen Klebepunkt. Zu den Sets an sich. In der Theorie braucht ihr nichts extra kaufen, weil ihr habt ja, also das Set schon, aber ihr habt Klebepunkte alles dabei. Aber ich habe noch ein paar Tipps, was ich sehr empfehlen kann, was hilft. Wie zum Beispiel hier unseren Aufhebhelfer, der kommt gleich zum Einsatz. Dann ein Papierfalter, ich nenne es Falzbein. Ist super. Und um zum Beispiel die Schnur abzuschneiden, eine gute Schere. So, das sind die drei Sachen, die ich euch empfehlen würde. Noch ein Add-on, was ich gut empfehlen kann, ist zum Stempel reinigen. Unsere Reinigungskiste. Ich habe mir hier Klebepunkte drauf gemacht, die gehören da eigentlich nicht drauf. Blau heißt, da kommt der Stempelreiniger drauf. Der sieht so aus. Das heißt, man macht dann erst auf die feuchte Seite den Stempel sauber reiben und dann auf der anderen Seite trocken reiben und dann ist er sauber. Ruckzuck, ideal. Die Einleger könnt ihr mit klarem Wasser auswaschen, wenn sie mal nicht mehr so schön reinigen. Passt wunderbar. Aber bevor ihr euch die Kiste kauft, könnt ihr auch erstmal so ausprobieren, gerade wenn ihr gerade das neu entdeckt, könnt ihr den Stempel auch unter klarem Wasser auswaschen, das macht nichts. Und dann mit einem fusselfreien Tuch trocken tupfen, das geht auch. Ja, dann starten wir nochmal. Und zwar brauchen wir jetzt einen Klebepunkt. Und zwar hier an diesem Gestrüpp. Also ich nehme jetzt hier mit dem Aufhebhelfer, ich hoffe ihr seht das gut, runter. Klebt das hier an die Position wie auf der Anleitung. So. Dann brauchen wir noch hier an dem anderen grünen Gestrüpp ungefähr da auf dem dritten einen, also hier ungefähr soll ein Klebepunkt hin. Also man kann viele Sachen auch gut abziehen von der Anleitung. Also gute Bastelanleitungen habe ich nicht so oft. Aber hier, das ist echt echt gut gemacht. Und so ein Set ist geeignet für Anfänger, für die, die es mal kennenlernen wollen und gucken wollen, ah, ist das überhaupt was für mich oder nicht? Oder auch für Leute, die einfach nicht so viel Zeit haben zu basteln. Ne? Also, es gibt Leute, je nachdem, was sie arbeiten, die haben nicht so viel Zeit, aber man kann damit schnell was Individuelles machen. Und wenn man sowas verschenkt, glaubt mir, das kommt immer anders rüber, als wenn es eine gekaufte Karte ist für 1 Euro oder 50 Cent oder was die kosten. Von Tankstelle, Drogerie, was auch immer. Sowas selbst gemacht, das ist immer niedlich. Ja, und dann haben wir hier, sollen auch 2 Klebepunkte drauf. Da muss ich mal gucken. So. Hier zwischen soll einer und hier unten soll einer. Wie ich jetzt gerade meinen Kopf gesehen habe, sorry. Ich muss mich immer noch daran gewöhnen, dass über mir eine Kamera hängt. Das hat man im Alltag nicht so oft. Dann
So, und der zweite Klebepunkt so hier zwischen. Das passt auch echt gut so vom Platz. So, jetzt haben wir die Klebepunkte gesetzt und jetzt geht's an die Montage. Wie ihr hier seht, ist es ja nicht so viel zu machen. Das ist das erste Bild, das basteln wir jetzt so. Also, als allererstes klebt man hier dieses Gestrüpp auf. Und hier seht ihr, ne, hier ist der kleine Punkt, mit dem Fingernagel das abzurupfen, ohne dass man eventuell das Element kaputt macht, ist schwierig. Deswegen nehme ich hier wirklich gerne einen Aufhebhelfer. Da kann man vorsichtig drunter fahren. Ein bisschen aufpassen, dass man nicht gleich den Kleber gleich mit abzieht. So, dann soll das hier so drüber geklebt werden. Ja, man sieht es vielleicht gerade noch nicht so gut. So, haben wir drauf. Seht ihr das? Hier klebt es. Jetzt kommt ein bisschen versetzt. Ich glaube, ich habe... Ich vermute, es gibt gerade verschiedene Blümchen. Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Aber daran sieht man, ich habe es tatsächlich noch nicht gebastelt. Und schon hat sich ein Fehlerchen eingeschlichen, weil ich nicht aufgepasst habe. Aber was passiert? Dafür ist es selbst gemacht. Und wenn jetzt ein Klebepünktchen drauf geht, ist das auch noch nicht so dramatisch. Meistens sind da genug drin. So, also, und jetzt holen wir uns mal das Richtige. So. Also, es gibt die in verschiedene Richtungen. Also, das brauchen wir. Aber kein Problem. Wo habe ich jetzt die Klebepünktchen? Da. Also, auf ein neues. Wenn es gerade so knacken hört, ist es, es sind nicht meine Knochen beim Arbeiten, sondern die Katzen haben Hunger. Ja, wir haben zwei Katzen. Für die, die es nicht wissen. So, jetzt kleben wir das also hier so ein bisschen drüber. So, und jetzt kommt das andere Element. Also falls ihr meine anderen Videos noch nicht gesehen habt, man kann nicht nur mit Sets basteln bei Stampin' Up, sondern auch noch mit ganz vielen anderen Sachen. Aber das ist wirklich so dafür gedacht, so wenn man jetzt gerade mal ein bisschen anfängt, zum Ausprobieren. So, das sollte jetzt eigentlich auch nicht passieren. Ich hätte beinahe gesagt, ist ja alles live. Ist ja auch fast so. So, das kleben wir hier drüber. So, und schon haben wir das erste Element so fertig gebastelt. Und jetzt wird gestempelt. Jetzt sind wir hier dann beim zweiten Bildchen. Schauen wir, da. Jetzt brauchen wir ein Stempelkissen und ein Schildchen, aber nicht in der Holzstruktur, sondern das Weiße. So. Und was wollte ich denn da Schönes drauf basteln? Was wollte ich denn drauf machen? Irgendwas hatte ich gefunden gesagt. Ich glaube, mal gucken, ob es überhaupt passt. Danke vom Herzen war die Überlegung, aber es passt nicht ganz so. Muss man manchmal so ein bisschen gucken. Ist was schön mit dir vielleicht? Oder vielleicht wirklich das heute schon gelächelt, ja? Na, das... Na, ich versuche das Danke von Herzen. Das versuchen wir jetzt einmal. Das wird schon klappen. Das wird schon klappen. Oder auch nicht. Ja, dann wird es halt schief gehen. Was soll's. Wie sage ich immer so schön, es ist ja selbst gemacht. So.
Also, zack. Also, Stempel ist hier auf dem Acrylblock montiert. Dann tupfe ich das hier so ein bisschen drauf. Und bei diesem Fotopolymerstempel sieht man schön, wo überall die Farbe ist. Und das ist eine sehr schöne Farbe. So. Also, das Jade ist wirklich toll. So. Na, guck mal. Sieht das nicht schön aus? Klasse, oder? So. Und jetzt zeige ich euch hier, das ist meine Kiste. Einmal aufmachen. So, und dann wird das hier sauber gemacht. Zack, Nummer 1. Und trocken. Und schon ist der Stempel sauber. Es kann natürlich sein, je nachdem, was ihr für Farbe verstempelt, dass die irgendwann ein bisschen Farbe annehmen. Ist aber gar nicht so schlimm. Wenn ihr die reinigt, dann wird das Stempelergebnis dadurch nicht schlechter. Das hat was mit dem Material zu tun, dass einfach ein bisschen die Farbe angenommen wird. Ist aber gerade so bei Rottönen oder so, ist das der Fall, wo das passiert. Ist aber, wie gesagt, nicht schlimm. Die stempeln immer noch sauber. Also, das ist überhaupt kein Problem. So, jetzt sollen dann noch 3 Klebepunkte drauf. Das machen wir. So. Eins. Wenn ihr euch wundert, dass ein paar Sachen vielleicht immer so klein sind, liegt es daran, dass ich keine Zoom-Funktion anhabe. Weil sonst zoomt die Kamera immer hin und her und man sieht es nicht richtig. Also zumindest sieht man manchmal nicht das, was man sehen soll. Sondern immer irgendwas anderes, weil es hin und her zoomt. Also nicht wundern, das ist jetzt so aktuell die beste Einstellung, die ich rausgefunden habe. Aber ich bin immer noch am Rumexperimentieren. So, jetzt haben wir die Punkte gesetzt. Wir haben gestempelt. Jetzt geht das Ganze auf die Karte. Das heißt, ich nehme jetzt hier wieder die Trägerfolien runter. Und wenn ihr denkt, so auch selber basteln ist jetzt nicht so meins, aber das kann man auch wunderbar verschenken. Das ist ein ganz tolles Set, was man so verschenken kann. So, dann wird das positioniert. Schau mal. So. Und fertig. Und dann ist das Kettchen schon fast fertig. Ist das nicht süß? Ich finde das klasse. Und das ist selbst gemacht. Gut, mit ein paar. Bisschen Hilfe von vorherigen Sachen, aber so kriegt man es nicht so einfach gekauft. So. Special. So, weiter geht's, denn es soll da noch ein kleines Schleifchen drauf. Da müssen wir mal gucken, hier ist das Band. Gucken wir mal. Und hier. Den Anfang findet. Das ist manchmal so ein bisschen tricky, immer so einen Anfang finden, aber das Problem habe ich immer. So, dann nehme ich mal. So dreimal um den Finger wickeln. Kürzer machen geht immer. Nur dran kleben wird schwierig. So. Dann. Mache ich jetzt nur so ein einfaches Schleifchen. Also wenn ihr irgendwie einen Tipp habt, wie man dann nochmal ein Schleifchen anders machen kann. Tipps nehme ich gerne entgegen. Ich bin ja auch noch nicht so der Mega-Profi, bin ich ganz ehrlich. Weder im Filmen noch im Basteln. Und wie ihr seht, hat es gerade nicht so funktioniert. Zumindest nicht so, wie ich wollte. Merkst du, ne? Es ist schon am Schuh nochmal eine ganz andere Geschichte.
So. Aber es wird, das wird. So, jetzt kann man das hier noch ein bisschen einkürzen. Jetzt machen wir da auch so ein Klebepünktchen drauf. Und dann jetzt kann man hier noch mal ein bisschen, doch, ist doch ein bisschen zu lang. Ja? Macht man hier noch mal so ein bisschen kürzer. Zack. Zack. Dann habt ihr hier ein schönes Kärtchen mit einem Schleifchen drauf. So, jetzt falte ich das noch mit mir ein. Jetzt kommt hier mein Falzbein. Oder Falthilfe oder wie auch immer. Und schon habt ihr hier ein süßes kleines Kärtchen aus dem Set. Ist das nicht cool? Hier könnt ihr einen Text reinschreiben. Ihr könnt natürlich auch innen noch gestalten mit Stempeln. Das, was ihr habt, wo ihr denkt, das passt gut zusammen. Ihr könnt auch noch den Umschlag schön gestalten von außen. Ne? Auch wenn hier Muster drauf ist, was draufstempeln, einen Namen draufschreiben. Da ist der Kreativität keine Grenze gesetzt. Ich mache das nur jetzt gerade in dem Video nicht, weil ich gerade denke, einfach... Es geht ja nur darum, dass ihr mal seht, was man mit so einem Set machen kann, wie sowas aussieht und wie lang dauert sowas eigentlich. Ja, also wie gesagt, das ist wirklich zügig gemacht. Süß, nett, individuell. So sieht es dann eingepackt aus und passt zu einem kleinen Geschenk. Ja, das war das Set. Ich verlinke euch das mal. Ihr müsst einfach schauen, ob es das noch gibt. Denn wenn die Sets ausverkauft sind, sind sie einfach ausverkauft. Aber schaut mal, es gibt immer wieder andere Sets, neue Sets. Es geht ja, wie gesagt, hier nur um das Prinzip. Ich versuche immer wieder jedes Set, was es gerade neu gibt, irgendwie vorzustellen, dass man gleich weiß, okay, was gibt's da, was kann man damit machen. Das war's für heute. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln. Bis zum nächsten Mal. Euer Flo. Also, ciao.